Die Referenz 2 hat einen Vorgänger, die Referenz. Und von da war es uns unheimlich wichtig, dass die Designelemente, die in der Referenz schon vorhanden waren, hier wieder neu in einem neuen Bild wieder erscheinen. Und gleichsam wollten wir aber auch verbessern, was man noch verbessern konnte. Und im Wesentlichen entspricht das der Ergonomie. Das heißt, wir haben beim Handstück darauf geachtet, dass die Querschnitte so gearbeitet sind, dass man einen guten Grip hat. Auch durch eine Mulde, die zum Beispiel hier zu sehen ist, kann man dort wesentlich besser die Finger einlegen und hat ein besseres Erfassen der Pipette im Ganzen. Als Material haben wir zwei verschiedene Materialien verwendet im Außengehäuse. Das ist zum einen Polypropylen für das Handstück und zum anderen Edelstahl für den Kopf. Die Vorteile dieser beiden Werkstoffe ist, dass sie unheimlich robust sind. Das heißt, wenn sie irgendwo gegenstoßen, gehen sie nicht kaputt. Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln. Und auch Hitze oder Druck macht diesem Material nichts aus. Das Besondere an der Referenz 2 ist die Einknopfbedienung. Wo andere Pipetten bis zu 3 Bedienelemente benötigen, haben wir hier nur 1. Das heißt, ich kann hierüber das Volumen einstellen, ich kann aufnehmen und wieder abgeben und auch den Einmalartikel abwerfen. Damit dies ganz besonders gut funktioniert, haben wir dafür gesorgt, dass der Abstand zwischen dieser Mulde und hier oben, dem oberen Teil des Knopfes, besonders kurz ist. Dadurch kann man mit dem Daumen diesen Teil ganz besonders gut erreichen. Die Referenz 2 ist die Premium-Pipette von Eppendorf. Und von daher war es uns unheimlich wichtig, das auch im äußeren Erscheinungsbild sichtbar zu machen. Wir haben das erreicht in der Form, dass wir sehr hochwertige Materialien genommen haben und auch in der Gestaltung darauf geachtet haben, dass es sehr edel aussieht. Für das Design der Referenz 2 erhielten wir den Red Dot Design Award. Das ist eine hohe, international anerkannte Auszeichnung. Darüber freuen wir uns, dass wir dort nochmal von unabhängiger Stelle bestätigt bekommen haben, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind und ein tolles Produkt gemacht haben.